Genau, kommen wir zum praktischen Teil. Die Dachfläche ist belegt mit Holzfaserplatte. Wir haben schon mal ein bisschen vorgearbeitet, die Lattung vorbereitet. Im Idealfall ist die Fläche komplett geschlossen. Das Loch für das Fenster ist noch nicht herausgearbeitet. Und wir fangen von unten an einzulatten und haben uns natürlich grob schon mal gekennzeichnet, wo unser Fenster hinkommt. Um unser Fenster winddicht und regensicher anzuschließen, haben wir bei uns den MDA, den Montagedämm- und Anschlussrahmen. Kommt in vier einzelnen Teilen. Breitenteil und Längenteil für jedes Fenster, für jede Fenstergröße abgestimmt. Gibt es in drei verschiedenen Größen, somit sechs verschiedenen Varianten von Konterlatten, Lattenvariationen. Genau. Beiliegend in der Verpackung sind die Schrauben. Multibond zum regensicheren Anschluss und zum winddichten Anschluss und das passende Klebeband. Wir haben das Ganze schon mal etwas vorbereitet. So sieht er zusammengebaut aus. Das ist der Dämmrahmen. Von hinten haben wir das Multibond schon mal aufgebracht, ein bisschen mit Tesa abgedeckt, damit uns das nachher nicht zu sehr verklebt. Wir wollen das Ganze auch noch auseinander bekommen. Die Schrauben, die langen, müssen immer bausatz gestellt werden, je nach Stärke der Dämmung oder der Holzfaserplatte. Wenn wir den Rahmen zusammengesetzt haben, lassen wir die Verschraubung so circa 1 Zentimeter nach innen stehen, dafür, dass wir den Rahmen nachher ausrichten können, ohne dass das Klebeband schon auf der Holzfaserplatte aufliegt und verklebt. Also der Rahmen ist vorbereitet. Wir wissen, wo das Fenster hinkommt. Dafür hören wir mit der letzten Latte unter dem Fenster auf, lassen die Konterlatte bis 1 Zentimeter über der Oberkante Ziegel stehen, um die Schubkräfte vom Rahmen und vom Fenster noch hiermit abzutragen. Okay, kann man sehen? Also dann nehmen wir unseren Rahmen. Ich drehe die Schrauben hier bloß noch mal ein Stück zurück, weil wir die Latten hier schon vorbereitet haben. Das kannst du machen. Mit diesen Wellenschiffblättern, da habe ich jetzt sogar noch eins für eine Stichsäge, das ist für so einen Elektrofuchsschwanz. Das geht auch bei der Stärke noch tadellos. Und wenn man das mal ausprobiert, das schneidet wirklich wie Butter durch und hinterlässt, also nach einer kompletten Fensteröffnung, wir haben das immer wieder, das ist gerade mein halber Fingerhut voll feinster Staub. Da spare ich mir jede Menge Dreck und Aufräumarbeiten und auch Ärger mit dem Nachbarn, wenn das durch die Gegend fliegt und weißt du, guck was. Ich lasse das einfach mal hier liegen, wer sich das nachher angucken will. So. Wir haben den Dämmrahmen jetzt aufgesetzt, der sitzt auf der Konterlatte auf. Dann richten wir den Dämmrahmen aus. Wir prüfen das Diagonalmaß, was hier am Modell natürlich schon super passt. Wenn es nicht passen sollte, kann man den Rahmen oben noch etwas rüberziehen und leicht andrücken. Die Schraube hält in der Holzfaserplatte. Wenn ich das gemacht habe, zeichne ich mir umlaufend mit dem Stift innen und außen den Dämmrahmen an, damit ich die Position festlegen kann. Nehme den Dämmrahmen wieder raus,
Im Idealfall sind links natürlich keine Latten. Also rechts und links lassen wir die Latten noch fehlen. Dann wird der angezeichnete Bereich geprimert für den späteren Anschluss für das Multibond. Wenn das Ganze geprimert ist, kann der Dämmrahmen aufgesetzt werden. Bevor ich ihn aufsetze, ziehe ich das Klebeband ein Stückchen weg, kann den Schutzfilm vom Klebeband entfernen und kann jetzt den Dämmrahmen einmal komplett verschrauben. So, in dem Moment, wo ich Anpressdruck gegeben habe, klebt das Multibond auf der Holzfaserplatte. In den Bereichen wie hier kann ich mit dem flüssigen Kleber arbeiten, um diese Öffnung auch vernünftig zu schließen. Die Lattenstücken werden jetzt mit dem Dämmrahmen verschraubt. Hier würde auch rangearbeitet werden. Und ganz wichtig, im oberen Bereich ist die Hinterlasskehle, wie vorhin schon angesprochen. Der Bereich wird auch geprimert. Entweder wird der Kehlwinkel aufgesetzt oder oberhalb komplett mit einer Bahn und einer Latte gearbeitet. Und somit kann praktisch der Rahmen aufgesetzt werden, ohne dass die eigentliche Öffnung schon herausgeschnitten ist. Und ich kann mit dem Einlatten vom restlichen Dach einfach weiterarbeiten. So, kommen wir zum Fenstereinbau. Das Dach ist eingelattet. Wir kommen zu dem Tag, an dem das Fenster reinkommt. Das Fenster kommt komplett vormontiert. In der Kiste ist eine Tüte mit Schrauben, Unterlegkeilen und einem Schlüssel, den wir für den Fenstereinbau benötigen und für die Einstellarbeiten. Einem Zusatzdämmrahmen, den wir nachher für die Verlängerung nach innen brauchen. Ansonsten ist das Fenster komplett vormontiert. Ich kann das obere Blech, das liegt locker auf, zur Seite stellen und kann das Fenster aus dem Karton nehmen. Ist okay. Am Fenster ist der Dämmrahmen schon vormontiert. Ich zeige das mal hier ganz kurz. Das ist dieses Adapterstück, was ich jetzt schon aus der Packung genommen habe. Das haben wir schon mal zugeschnitten, damit es nachher nicht so lange dauert. Der obere Teil vom Rahmen ist schon am Fenster montiert. Genauso wie der innere Dampfsperranschluss. Alle Winkel sind montiert und seitlich am Fenster befinden sich Kranschlaufen. Das Fenster, sag ich mal, mit den Gewichten über die 120 Kilo, da hebt man nicht mehr so einfach. Wer das Fenster komplett einsetzen möchte mit Scheibe, Kran eingehangen und das Fenster nach oben. Gut, um das für uns leichter zu machen, weil wir hier keinen Kran haben, trennen wir den Flügel vom Rahmen. Dazu bringen wir das Fenster an die sogenannte A-Stellung. Öffnen seitlich
den Bajonettverschluss. Hältst du kurz? Ich hab's. Genau, haben somit Rahmen und Flügel getrennt. Der Christian zeigt noch ganz kurz, wie wir die unteren Bleche entfernen. Genau, sie werden einfach abgeklickt. Das ist eine kleine Arretierung unterhalb an der Kunststoffecke. Wir haben außen keine Verschraubung. Alle Bleche sind mehr oder weniger aufgeschoben und geklickt. Gut. Um jetzt noch den richtigen Ausschnitt hinzubekommen, nehmen wir uns unseren 3 cm Dämmrahmen, legen ihn uns seitlich an den schon vorhandenen Dämmrahmen, zeichnen uns umlaufend die 3 cm an und können dann den Ausschnitt der Holzfaserplatte herstellen. Wie gesagt, bis dahin musste das nicht geschehen, jetzt schneiden wir aus. Einmal ringsherum ausgeschnitten. Dann können wir uns die Tiefe vom Dämmrahmen nehmen auf die Holzweichfaserplatte. Ist okay. Die brauchen wir, um diesen Dämmrahmen zuzuschneiden. Wir messen uns den Abstand vom Winkel zum ursprünglichen Dämmrahmen und können dann das Reststück einfach hier abtrennen. Wir haben hier Linien drauf vorgeprägt, die uns das Ganze einfach machen. Einfach schneiden und den Rahmen an das Fenster aufsetzen und fertig. Wenn wir das gemacht haben, können wir den Rahmen nehmen und können ihn einsetzen. Als nächstes fixieren wir das Fenster grob. Wir müssen es ja noch ausrichten. Also nehmen wir erstmal 4 Schrauben und befestigen das Fenster hier unten in den Langlöchern. So, der Rahmen sitzt erstmal fest. Und jetzt können wir zum Ausrichten des Rahmens den Flügel wieder einsetzen. Das kann man sowohl von außen machen, über die Dachfläche, als von innen reinheben. Genau, das Fenster steht jetzt schon mal sicher. Ich kann die Arme wieder nach oben drücken, den Bajonettverschluss schließen und das Fenster ist wieder sicher arretiert. Als nächstes muss ich die Federn vom Fenster aktivieren. Im Auslieferungszustand sind die Federn nicht komplett aktiviert. Dafür ziehe ich hier oben
diese kleinen roten Riegel. Hast du es drauf? Also hier oben sind die drin. Die nehme ich raus und jetzt ist das Fenster komplett aktiviert. Die kleinen Halteriegel schmeißen wir nicht weg. Dafür haben wir eine Parkposition im Blech. Die werden benötigt, falls der Flügel mal getauscht werden muss, um das Ganze wieder zu deaktivieren. Okay. Zum Ausrichten. Kommst du mit rum? Zum Ausrichten des Fensters. Ich schaue mir als erstes die Spaltmaße rechts und links an, um zu sehen, ob der Rahmen und Flügel genügend Abstand haben. Das kann man relativ leicht testen oder sich einen Anhaltspunkt nehmen, indem man praktisch den Schlüssel dazwischen hält, dass man überall das gleiche Spaltmaß hat. In dem Fall wäre es so, dass ich in der Mitte, praktisch in diesem Bereich, müsste der Rahmen jetzt noch rein. Ich habe hier zu viel Abstand. Da kann ich den Fensterrahmen reindrücken, seitlich noch befestigen. Und dann schaue ich mir noch das Spaltmaß unten an. Da sollte Flügel und Rahmen sollten parallel zueinander laufen. Wenn das gegeben ist, dann ist das Fenster gerade und sicher ausgerichtet eingebaut. Zu der seitlichen Verschraubung. Die seitliche Verschraubung sollte so sein, dass hier eine lange Schraube, die auch für den Rahmen genutzt wird, durchgeht bis in den Spann. Weil wir hier enorme Kräfte haben, je größer die Fenster werden, desto mehr Druck haben wir auch hier drauf. Und brauchen auch die Sicherheit, dass der Rahmen sich nicht wegdreht. Gut, dann kommt als nächstes der Eindeckrahmen. Oder Moment, das Wichtigste hätte man fast noch vergessen, die sichere Verklebung. Für den winddichten Anschluss nehmen wir jetzt das Klebeband, geteilt. Das wird genauso wie beim Schornstein angesetzt, eingeschnitten, umgeschlagen, hier mit dem Dämmbock verklebt und seitlich genauso. Also identisch zum Schornstein. Das Ganze umlaufend und damit wäre das Fenster winddicht und dann regensicher eingesetzt. Genau, zum Eindeckrahmen. Im Karton für den Eindeckrahmen liegt die Hinterlasskehle, die vorhin schon gezeigt wurde. Wir setzen die jetzt nicht nochmal ein. Dann haben wir die Seitenbleche, rechts und links. Das obere Eindeckrahmenteil und die Eindeckrahmenschürze. Ich kann die Dichtung zur Montage rausziehen, dann sehe ich meine Anschlüsse besser, lässt sich vielleicht auch ein bisschen besser arbeiten. Die Dichtung ist danach leicht wieder reinzudrücken. Die geht sehr, sehr leicht wieder in den Hut rein. Für die Befestigung der Schürze kommen Klammern zum Einsatz. Die Klammer, ich zeige das hier drüben mit dir.
Die Klammer wird unten eingehakt. Und auf das Profil geklickt. Die zweite Klammer genauso. Je nach Fensterlänge sind bis zu 3 Klammern einzusetzen oder je nach Fensterbreite. Die Klammern sind immer in der gleichen Anzahl. Danach kommen rechtes und linkes Eindiagrammteil. Eindiagrammteil wird seitlich aufgeschoben. Die Lasche wird umgeschlagen. Seitlich auch. Das Ganze wird unter die Dichtung geschoben. Ich kann die Dichtung unten wieder sauber reinpressen. Somit habe ich rechts und links das Ganze schon mal sitzen. Ich schließe das Fenster kurz, bringe es wieder in die Putzposition. Das hintere Blech schiebe ich auch sauber auf die Seitenteile. Habe ich auch eine kleine Lasche, die dann einfach nach unten geschlagen wird. Dichtung wieder drüber. Und dann habe ich den Eindiagramm fertig sitzen. Als nächstes kommen die Abdeckbleche des Fensterflügels. Ich zeige es kurz hier drüben. Moment. Die Bleche haben hier unten eine Kunststoffklammer. Hier oben die Verriegelung. Ich setze die Kunststoffklammer hier einfach auf, drückt das Blech runter und das Klicken zeigt mir, dass das Blech sicher sitzt. Auf der Seite genauso. Blech sitzt. Das obere Abdeckrahmenblech noch. Genauso gearbeitet wie das untere. Klammer und im oberen Bereich die roten Klipse, mit denen arretiere ich dann das Blech fertig auf dem Fensterrahmen. Das Fenster ist jetzt fertig montiert. Wie man jetzt sieht, hat es ziemlich Spannung und zieht die Flügel allein nach oben. Das Ganze kann ich einstellen durch den mitgelieferten Imbusschlüssel. Hier vorne befindet sich eine Imbusschraube. Unter dem Arm ist eine Skala. Da kann ich eine Feder bewegen oder eine Schraube bewegen, die die Feder spannt oder entspannt. Darüber stelle ich die Federspannung ein. Weiterhin, und ich schließe noch mal kurz, Vorsicht, kommst du einmal nach innen?
Weiterhin befindet sich am Fenster eine Exzenterschraube rechts und links am Arm zu sehen. Mit dieser Schraube kann ich den Flügel im Rahmen noch justieren, wenn das Spaltmaß mir irgendwo nicht mehr passt. Durch Einsetzen des Imbus und Drehen sehe ich jetzt hier eine Bewegung des Schwinglagers von oben nach unten und kann den Flügel noch separat einstellen. So. Das war das Fenster. Jetzt tun wir noch ein bisschen was für den Hitzeschutz. Dafür haben wir hier mitgebracht unseren Solarfunkrollladen. Das Ganze kabellos, das heißt, wir brauchen keine Durchführung durch die Platte. Im Paket enthalten ist einmal ein Funkwandsender, die Stützlager, ein Schlüssel, Verschraubung, der Akku, die seitlichen Führungsschienen, und das Hauptteil, das Rollangehäuse mit Panzer und Solarpanel. Die Haltekrallen sind schon vormontiert am Rollladen. Wir müssen ihn nachher oben nur aufsetzen. Wir müssen lediglich die Stützlager unten montieren. Die Stützlager sind so gekennzeichnet, ich drehe es mal so rum, mit rechts und links, wird immer so gesehen, als wenn ich aus dem Fenster schaue, also rausschauend mit, oder jetzt mit dem Rücken zum Fenster, rechte Seite, linke Seite. Am Fenster selber sind die Löcher, wo später die Schrauben reinkommen, sind schon vorgestanzt. Hier sieht man jetzt schon die Löcher, wir haben das Ganze jetzt schon mal genutzt. Und die Form ist auch so gegeben, dass man das Ganze eigentlich nicht verwechseln kann. So, ich fixiere jetzt das Stützlager. Das Ganze lässt sich sowohl von außen als auch von innen relativ gut montieren. Das Fenster, wenn man den Rollladen von innen montiert, geht es am besten kleine Leiter, Fenster in die Putzstellung und dann funktioniert das Ganze problemlos, solange man ausreichend Platz unter dem Fenster hat. So, Stützlager sind montiert. Als nächstes montieren wir den Akku. Den setzen wir seitlich in die Aussparung. Drehen ihn in die Halterung. Der Sender ist voreingelernt. Dann kommt das Ganze in der sogenannten Putzstellung. Drauf. Für die Haltekrallen haben wir hier rechts und links am Abdeckrahmenblech schon kleine Einkerbungen. Dort fassen die Haltekrallen exakt rein. Ich setze den Rollladen soweit auf und er sitzt schon mal, ohne mir gleich runter zu rutschen. Das Ganze wird nochmal fixiert,
rechts und links mit je zwei Schrauben. Eine dahinter. Und eine darunter. Genau, der nächste Schritt, die Führungsschienen. Danke, Christian. Die Führungsschienen werden in das Stützlager eingeführt, sind hier unten sicher und in die Aufnahme der Panzerhaube. Das Ganze wird von unten gesichert mit einer Schraube. Das Ganze ist schon vorgebohrt. Dichtung noch in Position gezogen. Das gleiche auf der anderen Seite. Das Ganze ebenfalls die Dichtung in Position gezogen. Wie gesagt, ich kann auch die Stützlager aus der Position aufschrauben, also lässt sich auch alles von innen machen. Jetzt haben wir den Rollhahn montiert. Jetzt folgen noch zwei kleinere Schritte, aber wichtig. Der erste wichtige Schritt. In der Tüte liegt so eine Packung, drei große Ausrufezeichen drauf. Das sind die sogenannten Rollladensicherungsschrauben. Die sichern jetzt den Rollladen zusätzlich auf den Armen vom Dachfenster. Sind ganz wichtig zur Sicherung gegen Schneedruck und werden hier oben einfach eingeschraubt. Jetzt war ich falsch. Entschuldigung. Somit ist das Ganze gesichert. Der letzte Schritt, den ich tun muss, ist den Panzer zu aktivieren. In den Führungsschienen rechts und links laufen Federn. Die sind hier oben eingehangen. Um das Ganze zu aktivieren, ziehe ich den Roller nach unten, drücke ihn zurück, ich höre es klicken. Der Rollladen ist jetzt aktiviert und startbereit. Genau, jetzt kann jemand testen. Läuft. Kannst du noch ganz runterlassen. Genau, das Fenster ist komplett zu nutzen. Sowohl wenn der Rollladen unten ist, auch wenn der oben ist. Also in jeder Stellung komplett auf. Ich kann über die Federn das Ganze so einstellen, dass er an jeder Stufe hält. Und ich kriege ihn auch in die Putzstellung, ohne dass was kaputt geht. Das Ganze gibt es noch als als Elektrofunk- und Elektrovariante. Genau, funktioniert die Montage genauso, außer bei Elektrofunk ist mal ein Schuko-Stecker einzustecken und die Elektrovariante, die reine Elektrovariante, da müsste halt noch ein Taster vom Elektriker angeschlossen werden. Das war ja der Fenstereinbau mit Rollladen. Gibt es Fragen dazu? Ja, die ist definitiv da.
wie lange das jetzt, sage ich mal, anhält, kann man beim Akku definitiv nicht sagen. Also, weil wir selber können nicht reinschauen. Also es gibt sicherlich Ausfälle von den Zellen her, aber da läuft er eigentlich relativ stabil. Nein. Ja, man sagt so zwischen 6 und 7 Jahren circa. Der Vorteil ist, ich komme relativ leicht dran. Also ich brauche dafür keinen Techniker, keinen Dachdecker, der das eigentlich wechselt. Also das ist, löst praktisch nur einen kleinen Verschluss, zieht den Akku raus und steckt den neuen rein. Geht wirklich relativ einfach. Also man muss dafür nicht extra einen Handwerker kommen lassen. Genau, kann auch im Winter betätigt werden. Der Rollladen, wir haben praktisch ein Gewebe zwischen den Lamellen. Das heißt, die greifen nicht ineinander, können somit nicht zusammenfrieren. Wenn allerdings der Panzer dann auf der Schiene anfriert oder in der Schiene, wenn es wirklich geschneit hat, dann schaltet der Roller auf Überlast ab. Dann muss der Kunde halt wissen, okay, ich kann ihn jetzt mal vielleicht für ein paar Stunden nicht nutzen, bis das Ganze abgetaut ist. Dagegen können wir auch nichts machen. Aber er kann zumindest das Fenster trotzdem, trotz dass der Roller unten ist, komplett bedienen. Er kriegt es auf, das kann er machen. Also er kann lüften, ist in dem Sinne nicht eingeschränkt. Okay, ja? Ja? Ich sag mal, der Wechsel sollte schon da sein. Das ist mal genauso ausgemessen, dass er bis zum Wechsel geht. Ich sag mal, wir geben noch die Möglichkeit, dass man sagt, man kombiniert das Ganze. Dass man sich für das Breitenteil, sag ich mal, aus einem anderen Fenster was, sag ich mal, mit dazu nimmt, von einem breiteren Fenster, dass man rüberkommt. Aber generell, ich sag mal, konstruktiv muss ich ja drin was machen. Ich kann ja nicht zu weit reinstehen lassen. Gäbe es dann, wie gesagt, bei uns, wenn das Fenster vom Maß her nicht passt, auch noch die Möglichkeit auf Maß angefertigte Fenster. Für den Sanierungsfall haben wir MR-Fenster. Die funktionieren dann auch sehr gut. Genau. Also ich sag mal, im Neubau ist es ja so, da setze ich meinen Wechsel ich plane die Fenster mit ein. Und in der Sanierung sollte in der Regel ja auch ein Wechsel da sein. Ich will das Fenster ja nach Größe vom alten Fenster. Ist natürlich jetzt kein altes Fenster drin, muss ich schauen, wie groß sind die Sparen, muss ich noch was tun. Also dann komme ich auch um die Sache nicht drum herum. Das muss ich dann dem Kunden schon irgendwo verkaufen. Ich sag mal, da sind wir auch draußen ein bisschen eingeschränkt. Ein bisschen Sicherheit brauchen wir. Wir müssen den Rahmen noch vernünftig irgendwo festbekommen. Und im Fall der Fälle, man kann nicht mit dem Rahmen arbeiten, gibt es noch andere Anschlussmöglichkeiten, die wir jetzt leider jetzt hier nicht so zeigen können aus zeitlichen Gründen. Aber es gibt noch andere Anschlussprodukte, mit denen ich dann trotzdem sauber anschließen kann und ein bisschen flexibler bin. Der Dämmrahmen halt dafür verbessert so ein bisschen den Dämmwert vom Fenster. Also wir verbessern den U-Wert so um 0,1. Hört sich jetzt nicht ganz so viel an, aber es immerhin kriegen die den sicheren Anschluss hin und haben seitlich auch die Auflage für die Latten und für die Winkel. Ist einfach eine Option, sage ich jetzt mal, die, wenn man sie kennt und verarbeitet, einfach und bequem eigentlich geht. Also es gibt Firmen, die arbeiten nur damit, die machen sich vorher eine Schablone, dann wird der Rahmen nicht nochmal extra draufgelegt zum Ausrichten, das wird dann alles über eine Schablone geregelt. Das muss man dann praktisch für sich entscheiden, welche Variante wir vom Anschluss her wählen. Wie gesagt, wir haben noch andere Anschlussmöglichkeiten über außen ein Anschlussset mit Winkeln. Das können wir jetzt leider hier nicht zeigen, aber wenn da nochmal Fragen sind, kommen auch gerne über einen Außendienst oder so, kann man das mal vorführen. Kommt auf die Größe an. Genau. Genau. Noch jemand Fragen? Okay. Weitere Fragen?
Dann hätte ich noch eine. Ihr habt jetzt ja in beeindruckender Geschwindigkeit dieses Fenster da reingebaut. Deswegen haben wir sogar jetzt noch 5 Minuten Luft. Mhm. Und wir haben uns ja ganz viel außen angeguckt, was passiert ist. Jetzt habt ihr ja auf der Innenseite auch noch die Luftdichtungsschürze dran. Genau. Vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach nochmal kurz zu gucken. Also innen drin haben wir auch noch einen Anschluss eigentlich zu machen, wo man einfach nochmal kurz gucken kann, worauf es da ankommt, beziehungsweise wo man da was miteinander verbinden sollte. Genau, also zum Innenbereich. Ich hoffe, man sieht es jetzt draußen. Okay. Wir haben jetzt hier die Bausätze am Fenster schon vormontierten Anschluss und haben jetzt hier drin unsere Luftdichtheitsschicht. Die können wir jetzt hier ganz einfach in dem Fall miteinander ringsherum verkleben und haben so den Anschluss schon komplett sicher hergestellt. Also dadurch, dass alles schon vormontiert ist, relativ einfach. Genügend Bahn steht über. Selbst wenn man, sag ich mal, beim Schneiden der Platte mal ein bisschen von der Bahn erwischt hat, haben wir hier noch genug Luft, um das Ganze fachgerecht anzuschließen. Da ist dann nicht mehr viel nachzuarbeiten. Also kein separater Anschlussrahmen. Der Dampfsperranschluss, der ist schon fertig am Fenster vormontiert. Was man da jetzt wirklich gut sehen konnte, war, dass das einfach ist, solange die Luftdichtungsbahn noch da ist. Aber ja, wenn die jetzt eben 2 Schritte vorher zu knapp abgeschnitten wurde, dann habe ich da einfach verloren. Dann kann ich da nirgendwo mehr ankleben. Genau, also wie gesagt, solange ich ein bisschen genügend Abstand habe zum Spannen, ist es so, dass dass die Platte wirklich auf dem Spannen oder bündig mit dem Spannen endet. Dann muss ich dahergehen und muss praktisch von innen muss mir etwas dazwischen schieben, ich sag mal, wo ich dann eventuell mit der Handkreissäge von außen einschneide. Das ist nicht immer einfach. Noch besser wäre dann, wenn ich die Maße schon habe, dass man sagt, ich bin so fit und schneide die Platten schon auf das Maß zu, während ich beim Verlegen bin. Also das wäre dann, sag mal, um die Bahn zu schonen, wenn ich von vornherein weiß, es wird eng vom Fenstermaß her. Und das Fenstermaß weiß ich ja, bestehen nur die Möglichkeiten. Also entweder ich tue mir was dazwischen, was Schwaches, wo ich dann sage, okay, ich schneide vielleicht nicht rein und mache das Ganze mit einer Handkreissäge. Habe ich aber Luft zum Sparen, habe ich wie hier die 3, 4, 5 Zentimeter, die das Ganze übersteht, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich praktisch bündig mit der Platte in die Bahn reinschneide. Ich habe dann immer noch, wie gesagt, wenn das Ganze jetzt so wäre, hier genügend Luft für die Anschlussmöglichkeit. Und alles andere, wenn es wirklich eng wird, muss ich mir wirklich Gedanken machen und das vorher planen. Also gegebenenfalls dann über das Zuschneiden der Platte beim Verlegen und beim Herstellen der Durchführung in der Verlegung der Platten. Da bleibt mir dann keine andere Möglichkeit. Weil das Wichtige ist die Bahn. Wenn die hin ist, dann nützt mir das Ganze hier auch nichts. Dann habe ich mein Problem am Fenster. Aber ja, das ist dann, wie gesagt, konstruktiv auf der Baustelle zu lösen. Da haben wir jetzt auch keine Ideallösung dafür, sondern nur die handwerklichen Möglichkeiten, die da sind, die eigentlich jeder von uns irgendwo auf der Baustelle kennt und sich irgendwo Gedanken machen muss und die umsetzen muss. Das wäre so viel zum Anschluss nach innen zur Dampfbremse. Okay, vielen Dank. Noch Fragen? Nicht. Alles super erklärt, beziehungsweise Sie sind so schlau, dass Sie alles verstanden haben. Das finde ich total perfekt. Das führt nämlich dazu, dass wir in unserem Zeitbudget weiterhin komplett auf dem Punkt sind, sozusagen. Bleibt mir an der Stelle einfach nur vielen Dank zu sagen. Christian Schnur, Norm Wilke, vielen Dank für die super Performance hier beim Dachflächenfenstereinbau. Wir nähern uns sukzessive dem fertigen Ergebnis, aber nicht ohne vorher nochmal eine kurze Pause zu machen. Es gibt gleich noch einen Kaffee draußen und wir treffen uns um 15:10 Uhr wieder hier. Bis gleich.